Ringbacher. Wir sind heute hier, weil wir Ihnen unser Buchprojekt vorstellen möchten, Schön und Steig, wenn der Geist seinen Körper erschafft. Ja, jetzt mal ganz innehalten, für eine Sekunde darüber nachdenken, was sagt eigentlich dieser Satz aus, wenn der Geist seinen Körper erschafft. Er sagt genau den Inhalt vom Buch aus. Und zwar, nur der Geist ist fähig, Dinge zu erschaffen, die man nicht kaufen kann. Ja, das ist richtig. Somit haben Sie schon den Titel des Buches, was den Inhalt angeht. Es ist ein Bildband, aber kein Bildband der gewöhnlichen Art, sondern er beinhaltet viele Texte über uns, über unseren Lifestyle, wie man seine Ziele erreichen kann, dass man eben gegen den Strom manchmal schwimmen muss, um was zu erreichen, um seine Träume zu verwirklichen. Er enthält viele Texte zum Thema Training, Ernährung und Sport. Fitness-Lifestyle, ganz einfach Fitness-Lifestyle und was meine Frau gerade gesagt hat, ab und zu mal gegen Strom schwimmen, das stimmt so nicht ganz, sondern es geht nur, wenn Sie immer gegen Strom schwimmen. Nur derjenige, der gegen Strom schwimmt, der kommt sicherlich auch an die Quelle. Wir sind seit fast 30 Jahren in der Fitnessbranche, gemeinsam seit 14 Jahren, haben alles im Bereich des Fitness erreicht, was man erreichen kann und das mit den schlechtesten Voraussetzungen, die man in dem Sport haben kann. Und wir haben festgestellt, dass genau das Schwimmen gegen den Strom zielorientiert, diszipliniert und ehrgeizig Dinge erreichbar sind, die man sich nicht kaufen kann. Und das ist das besonders Wertvolle und das möchten wir natürlich im Buch für Sie rüberbringen. Ja, wir arbeiten auch eng zusammen mit Christian Zippel, für die, die ihn nicht kennen. Er ist Philosoph, er ist Autor und er ist sportlich selbst sehr viel aktiv. Er hat sich auch die Mühe gemacht, einige Texte zu verfassen, was das Buch natürlich noch abrunden. Wir haben auch zu den Bildern, die in dem Buch erscheinen werden, selbst Texte verfasst, wir haben Anekdoten verfasst, wir haben Texte dazu geschrieben, was für Herausforderungen wir meistern mussten, damit dieses Bild auch entstehen kann. Christian Zippel, nochmal auf den Christian zurückzukommen. Wir haben Christian eigentlich auf dem Recht, seltsam will ich nicht sagen, aber wir hatten eine E-Mail erreicht von ihm. Corinna wusste nicht, was ist, ich wusste sofort, was ist. Christian Zippel war mir im Begriff, warum? Weil ich ein halbes Jahr vorher seine Bücher gelesen habe. Er hat zwei tolle Bücher, die genau zu mir passen. Die habe ich gelesen und dann haben wir uns spontan entschieden, weißt du was, mit dem treffen wir uns. Und wir sind hingefahren, haben uns getroffen und es ging keine halbe Stunde. Nein, hat sofort gepasst. Hat auf der Stelle gepasst. Wir haben festgestellt, jawohl, wir sind hier auf dem gleichen Level, wir haben die gleichen Interessen. Wir machen hier ein Buchprojekt draus. Warum? Weil wir hatten schon lange im Kopf, was wir machen wollten. Kalender oder Bildband. Aber einen hier auf den Punkt gebracht, weil wir nie die Zeit hatten dazu. Und der Christian hat gesagt, so, jetzt seid ihr fertig, jetzt seid ihr dran, jetzt machen wir ein gemeinsames, tolles Buchprojekt. Ja, und warum wir natürlich jetzt hier sind, ist, weil wir Ihre Unterstützung benötigen. So ein Bildband ist natürlich sehr kostspielig. Wir möchten auch, dass es eine hochwertige Ausfertigung gibt. Und da sind wir einfach auf Ihre Hilfe angewiesen und würden uns natürlich freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie uns dabei unterstützen. Somit würden wir uns ganz, ganz arg freuen, wenn Sie unser Projekt unterstützen könnten und helfen Sie uns. Wir brauchen viele, viele, viele Fans und somit unterstützen Sie uns. Wir werden uns recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, vielen Dank.